ist halt die Gretchenfrage, ne? Ich glaube halt, dass das mehr als eine Freundschaft war, so wie es in Life is Strange rüberkam. Und ich glaube auch jetzt, Chloe ist so extrem nervös, was gar nicht zu ihr passt. Und ich denke mal, dass sie da wirklich, ja, ob es jetzt nur die beste Freundin ist, Seelenverwandte oder halt sogar eine Liebe, das ist da noch eine andere Frage. Aber auf jeden Fall mehr als Freundschaft. I mean, fuck, are you actually going to make me say it? Say what? Exactly. You know, like a friendship, but more. Ah. I know. Weird, right? It's just today was the best day I've had since my dad died. And when I almost ruined it just now, the way I ruin everything, it made me realize whatever's going on between us is special. Come on, say something. Chloe, I'm sorry. I'm really, really sorry. But why not? Because I can't. I know it isn't fair, but it's how it is. Goodbye, Chloe. Okay, wir sind wohl sauer, weil wir es nicht richtig biegen konnten. Und jetzt wollen wir Sachen kaputt machen. Was kann man? Schlagen, zuschlagen. Ah, zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen gibt's. Dabei sehe ich mich selber. Hier können wir noch mehr kaputt machen. Und richtig die Sau rauslassen. Komm. Kann mich gerade so richtig in sie reinversetzen. Sie hat also hier einer Person gesagt, was sie wohl nie sagt, dass sie sie extrem mag. Dann wird sie so zurückgewiesen. Who else do I know who fits that description? Ah! Fuck off, Rachel. Hier, Kiste voll Kram. Kaputt hauen. Oh, Fotoapparat. I've never understood your hard-on for cameras, Max. You took a million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Fuck cameras. So, noch mehr kaputt machen. Ich will alles kaputt machen. Hier, den Kasten. If you want to rip a family apart from the inside, it's important to bring the proper tools. So wie David, ne? Mit seinem Werkzeugkasten. Fuck you, David. Genau. Hätte ich mir denken können. War ein Synonym für ihn. Was sehen wir denn da? Dad. Was? Oh nein, sag mir nicht, das ist das Auto.
Oh, wie brutal ist das denn? Eieiei. Ja, komm. Einfach rauslassen. Wenn so Tage von wunderbar in Scheiße umschlagen. Why are you crying, sweetheart? Weil du gleich sterben wirst. Because you're not real. Und das. I'm not. What is going on? So, das Poster. Ist das wichtig? What's past is prologue and shit. Kiddo, look on the bright side, would ya? Moment mal, what Kleine. Bright side? You das made a new friend today. Und hab ihn wieder verloren. Bewegen kann ich das auch? Okay. Ein Graffiti, natürlich. Hey, where's my marker? Den habe ich wohl in meiner Vision nicht. Vielleicht ist er in der Weinflasche, die wir den Leuten geklaut haben. Oh. Ha! There it is. Siehst du? Gotta say, that was some fight. A lover's quarrel, you might say? She nearly took your head off. Und da steht sie schon wieder und guckt von uns weg. What do you care? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. Ja. Ich glaube schon. Jetzt bitte hinmalen. Dad used to hate it when I rip on shit. Sleep is for the weak. I guess I did that. Sometimes people need you, though.
even when they don't admit it. Trotzdem nicht loslassen. Rachel! Da sind wir wohl eingeschlafen. Ist jetzt wieder Sperrstunde. Sind wir zu spät? Aber viele Schnitte. Da ist Rachel. Die ist also auch den ganzen Tag bis zur Nacht da gewesen. Und hat auch geweint. You came. I'm glad. Hey, I couldn't let the day end with whatever this afternoon was. Chloe, I want to talk to you about something, but I don't know how to talk about this. You don't have to tell me anything you don't want to. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? The ones who were making out? That was my dad. Oh, all right. And that woman was definitely not my mom. Oh, the worst part is I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet, I thought I could catch him or something. I'm so sorry, Rachel. I don't know what to say. Neither do I. Chloe, I love my dad. I love him. And I never want to see his fucking face again. When my dad died, I was so mad at him. For months, I felt wrong because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed. It's silly. But I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10, and it started raining, and I fell and broke my arm 3 miles from the car.
I remember screaming like I was gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. I still remember the smell of his coat, and how calm he was, and the sound of his voice, and... Ich glaube, sie... was will sie jetzt? Nee, Freiraum lassen, das war heute schon. Verdammt. He was just so strong, you know? I felt safe. You trusted him. Completely. Here. Chloe, I owe you an apology. Nee, das macht jetzt aber auch schon wieder Sinn. Wofür soll ich mich genau entschuldigen, dass ich dir keinen Freiraum gelassen habe? Ja, das war wirklich doof. Hey, we were both kind of the queen of shitty. No, I mean it. Whatever's going on between us, it's intense and new and awesome, and you had the courage to tell me that you feel it too. And I treated you like shit. Courage? I don't know if I'd call it that. More like blind desperation. And maybe a slight buzz from that wine. I just want you to know, I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? You dropped that one guy with a bottle to the face. Only because you showed up at the last minute and... What about Drew? When he was picking on Nathan? You got right in his face and called him out. That was pretty sweet, actually. See? You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow there'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad will definitely punish me with... Fuck your dad. Fuck him. What I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Okay. Wir wissen, dass der Ort nicht verlassen wurde. Can I borrow your lighter? Echt? Thank you. So eine Entscheidung kann man auch bereuen. Oh nee, nein! Kein Waldbrand.
Hallo Frank. Oh ne, sag mir jetzt bitte nicht, dass der Waldbrand kommt und alle da in dieser Scheune sterben. Dass wir Menschen umbringen. Anscheinend nicht. Sie macht sich wieder Sorgen. Und alle sehen den Waldbrand, den wir verursacht haben. Und er wird jetzt auch aufschauen, der Nathan. Wird auch den Rauch sehen. Oder den Qualm. Das war Life is Strange Before the Storm, die erste Episode. Gehe ich von aus. Warten wir noch ab. Ja, Episode 1. Awake. Was kann ich zur ersten Episode sagen? Ich hatte mich ja extrem drauf gefreut. Erstmal ganz kurz, zwei Sachen fand ich ein bisschen nicht so optimal. Das war einmal die Animation der Figuren beim Gehen. Das sah teilweise nicht echt aus. Und teilweise sind in den Gesprächen, auch wenn man direkt was wählt oder manchmal sind ein, zwei Sekunden zu lange Pause. Das wirkt dann nicht mehr echt. Was mich allerdings wieder vollkommen geflasht hat, ist diese Geschichte. Das gibt es in so vielen Variationen, aber hier ist richtig gut gemacht worden. Der Prozess, wie sich eine Freundschaft entwickelt, was es dafür auf und ab gibt, wie man es fast versaut, wie man die Verzweiflung hat, wenn man merkt, dass da eine andere Person ist und irgendwie läuft es gerade nicht so, wie man will. Und dann wieder die Momente, wo man denkt, boah, jetzt will ich einfach nur Ruhe haben und einfach mit keinem reden. Und dann kommt da jemand und labert sich zu. Das haben die wieder verdammt gut umgesetzt. Und das passt auch wirklich zu dem, was man in Life is Strange vermutet hat. Und ich glaube halt, dass sich dieses Verhältnis, diese Freundschaft oder was auch immer, was da zwischen Rachel und Chloe entsteht, dass uns das einfach noch mitnehmen wird in den nächsten beiden Episoden, was sich da entwickelt. Und also allein schon für diese Folge hätte sich für meinen Geschmack das Spiel schon gelohnt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das zu extrem gestreckt habe. Ich wollte mal alles anschauen, aber damals wurde halt gesagt, das gesamte Spiel soll, das haben gesagt, 6 bis 9 Stunden dauern. Bei 3 Episoden heißt halt, die haben für Episode pro Episode 2 bis 3 Stunden gerechnet. Und wir sind jetzt nah an 4 Stunden dran. Aber es ist halt auch so ein bisschen, sie malt hat anscheinend gerne Graffitis überall. Das war das, wo Max Fotos gemacht hat. Wahrscheinlich gibt es am Ende wieder einen Completionist Mode, den man auswählen kann. Ja, aber ich wollte mir halt alles ansehen und hat mir natürlich jetzt nicht alle Plakate gesehen. Das war dann, wo ich gedacht habe, okay, das müssen wir jetzt doch nicht durchlesen. Man sieht dann hauptsächlich am Bild schon. Aber so, wenn da irgendwas mit Texten war, dann habe ich das schon gemacht. Und ja, ich hoffe natürlich auf jeden Fall, dass das in den nächsten Episoden so weitergeht. Square Enix hat gesagt, dass sie es planen, über einen Zeitraum von 4 Monaten rauszubringen. Was dann bedeutet, wenn man sich dran hält, dass alle 2 Monate eine Episode rauskommt, weil es gibt ja nur 3. Sprich, es kommt jetzt hier nach wahrscheinlich erstmal ein anderes Spiel. Aber natürlich bin ich dann auch sofort wieder zurück, wenn es mit der 2. Episode da seid. Wenn es euch gefallen hat, dann freut mich das. Ihr könnt mir auch gerne in diese Folge, wenn ihr bis hier durchgehalten habt, schreiben, wie ihr denkt, was in Folge Episode 2 alles passieren wird.
oder auch eure Meinung über die erste Episode. Und zwar nicht nur, ob es jetzt gut oder schlecht war, sondern einfach über die Themen, die da behandelt wurden. Und würde mich freuen, da auch von euch zu hören. Und mit dem Rest des Abspanns lasse ich euch allein. Und freue mich, wie gesagt, auf die nächste Folge und auf euch. So, da bin ich schon wieder. Hab gedacht, ich lasse euch allein. Nein, es gibt natürlich am Ende wieder der Überblick über die Entscheidung. Und da können wir auch schon, mit ein paar Leuten haben schon gespielt, einfach mal schauen, wie wir im Durchschnitt waren. Angegriffen, was ich gemacht habe, waren knapp 2/3. Da bin ich herangegangen mit der Sichtweise, ja, ich kann eh nicht sterben. Beim zweiten ist es so, ich war gemein zu Joyce. Da waren halt, sind halt mehrere über den Punkt gegangen, ja, für meine Mutter bin ich jetzt nett. Da war ich wohl ein bisschen direkter, ist allerdings nicht so weit auseinander, 40-60. Und dann ist das Übliche, man sieht einen Streit und obwohl alle, die Life is Strange gespielt haben, wissen, was für ein Arschloch Nathan ist, haben wir ihn verteidigt. Und das ging nicht nur mehr so, 88%, also 9 von 10 Leuten fast, haben das gemacht. Und wir haben Rachel gesagt, dass da mehr als nur Freundschaft ist. Und das sieht wohl die Mehrzahl der Leute auch so. Und dann gibt es noch die, also das waren glaube ich die großen Entscheidungen. Und hier sind die kleinen. Mit dem Geld, das ist sehr nah zusammen. Das ist fast 50-50. Wir haben da natürlich ein bisschen Gras gekauft. Wir wissen halt, dass Chloe kifft. Haben erstaunlicherweise nicht die meisten gemacht. Dann gibt es ein Selbsthilfebuch von Joyce. Ach, das hätten wir auch noch von innen lesen können. Das war in ihrem im Schlafzimmer. Das hatte ich nur gesehen, war das Love After Loss oder so. Habe gedacht, das sei nur Titel. Okay, schade, habe ich verpasst. Das Foto auf die Kommode gestellt haben 3/4. Das fand ich halt richtig. Okay. Wir hätten Geld in Joyce' Handtasche stecken können. Habe ich nicht gemacht. Die Option habe ich nicht gesehen. Also ich habe am Anfang das Geld geklaut. Ich hätte es gehabt. Aber es hat anscheinend kaum jemand gesehen. Nur 2%. Dann haben wir mit Aliens gesagt, okay, wir gehen in die Theatervorstellung. Das haben auch die meisten. Ein bisschen Socializing kann man auch als Chloe. Okay, Skip hatte wohl irgendeine Demo vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Habe ich komplett verpasst. Aber einige haben es gefunden. Dann Tabletop, wo ich immer noch denke, Pen and Paper, haben wir zu Ende gespielt, haben auch die meisten gemacht. Hausaufgaben, so, hier ist wieder so eine 50-50-Sache. Ich war halt, Victoria ist doof und ich bin Chloe, ich mache das. Und dann kommt dieser Punkt, verlieben ist dämlich, das haben da auch viele gesagt. Und ja, 99%, warum sollte man den Kopfhörer nicht teilen? Weil das ist das Schöne an Musik, wenn man zusammen ist, dass man die teilen kann. Und jetzt, ob ich die jetzt mit 2 Kopfhörern, ja, Stereo, toll. Das ist dann auch nicht so wichtig. Und die meisten sind auch vom Zug gesprungen. Jetzt können wir noch die Freundestatistiken anschauen. Das wird wahrscheinlich noch keiner gespielt haben. Genau. Shit. No one steals from me. I want my fucking money. Scheiße. Das ist der Merchandise-Verkäufer, vermute ich mal. Ja. Ich sag nochmal Danke. Bis zum nächsten Mal.